Wir schreiben das Jahr 2020. Die Welt ist globalisiert und Konsum kennt keine Grenzen. Da werden Joghurtbecher um den ganzen Globus geschifft, Milch über Kontinente hinweg getradet und Avocados als Superfood ganzjährig im Supermarkt angepriesen. Auf Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit wird nirgendwo mehr Wert gelegt. Nirgendwo? Doch. In einer kleinen Region im südlichen Germanien setzt mit der Initiative Lebensraum aktiv gestalten die Organisation Unser Land e.V. an und macht regionale Produkte in 10 Solidargemeinschaften sichtbar. Augsburgland, Bruckerland, Dachauerland, Ebersbergerland, Landsbergerland, Münchenland, Oberland, Standbergerland, Weilheim-Schongauerland und Werdenfelserland. 10 Länder, die eins wurden. Unser Land. Alles begann mit einem Brot. Über den Bauch zum Kopf sollten die Verbraucher für den Schutz ihrer Heimat begeistert werden. Heute umfasst das Netzwerk mehr als 360 Wirtschaftspartner und der Dachverband über 1000 Mitglieder. Die Mitglieder der Solidargemeinschaften setzen Projekte um, mit denen Menschen über bewussten Konsum aufgeklärt werden. Gleichzeitig werden über 100 Produkte, die nach ökologischen, ökonomischen und sozialen Ansprüchen erzeugt und verarbeitet werden, regional vermarktet. Und das ist weit mehr als Brot. Es sind Eier, Essig, Fisch, Fruchtaufstriche, Gemüse, Getränke, Haselnüsse, Heu, Honig, Joghurt, Käse, Linsen, Mehl, Milch, Nudeln, Obst, Öl, Soßen, Saures im Glas, Senf, Suppen, Wurst, Zuckerrüben und Stroh. Ja, Stroh. Warum liegt denn hier Stroh rum? Weil es nachhaltig ist. Warum hast du eine Maske auf? Weil wir Pandemie haben. Endlich ergibt das alles einen Sinn. Sinn ergeben auch die weiteren Projekte von Unser Land e.V. wie Sonnenäcker, Trinkwasserschutz durch ökologischen Landbau, Kinder- und Jugendprojekte, Streuobstsammlungen und das Anlegen von Blühflächen. Und das Beste, unser Land ist klimaneutral. Unser Land stärkt die eigene Region durch Bewusstseinsbildung und Regionalvermarktung. Das Projekt klärt Menschen über nachhaltigen Konsum auf, beeinflusst dadurch die regionale Wirtschaft positiv und schützt die Umwelt. Unser Land erhält dafür die Auszeichnung Projekt Nachhaltigkeit 2020, damit sie noch motivierter sind, mehr Konsumenten von ihrer Idee begeistern zu können. So sind letztlich alle froh. Naja, bis auf Regionix, der ist traurig. Er bekommt nie etwas von den regionalen Produkten, weil er als Kind in einen Kessel mit regionalen Erzeugnissen gefallen ist. Vielen Dank, Michael Jakob. Genau, und damit schalten wir in den Landkreis Fürstenfeldbruck zum Netzwerk Unser Land. Und dort darf ich begrüßen Adriane Schuhr. Es sind noch ein paar mehr. Da müssten Sie mir jetzt noch einmal kurz helfen, wer von Ihnen noch vertreten ist. Sehr gerne. Ich habe jetzt wirklich sehr lachen müssen. Also der Beitrag war wirklich toll, das mal vorab. Ich habe noch mit dabei heute die Julia Seitz. Die ist Geschäftsführerin, eine der Geschäftsführerinnen von der Unser Land GmbH und die Carina Riedl, das ist unsere Pressesprecherin. Alles klar, vielen Dank für diese Info. Ja, Sie haben ja wirklich auch schon eine lange Geschichte hinter sich mit Ihrem Projekt. Wenn Sie zurückdenken, können Sie uns noch mal kurz mitnehmen, wer oder auch wie damals begonnen wurde, dieses Projekt zu initiieren, aus dem jetzt all das geworden ist, was wir gehört haben? Ja, im Endeffekt wurde es im Beitrag ja schon wirklich wahnsinnig viel in der kurzen Zeit über unser Netzwerk gesagt. Aber unsere Geschichte begann tatsächlich vor 26 Jahren, 1994. Menschen aus der katholischen Erwachsenenbildung haben sich die Frage gestellt, wie man denn diese Bewahrung der Schöpfung, dieses Thema praktisch umsetzen kann oder aktiv umsetzen könnte und kamen eben auf die Idee, das über regionale Produkte zu transportieren. Und so wie es begonnen hat, im Endeffekt wurde es dann auch weitergeführt. Es kamen dann weitere Produkte dazu. Man hatte natürlich mit dem Mehl oder beziehungsweise mit dem Brot war ein einfaches Produkt zu starten, weil man das regionale Getreide hatte. Man hatte die Mühlen, man hatte die Bäcker. Es kamen dann weitere Produkte dazu. Bis heute ist im Endeffekt das Ziel, was dahinter steckt oder unser Leitsatz, der immer ein bisschen sperrig klingen mag für manche, aber wir haben jetzt auch schon oft versucht, es zu ändern, aber immer wieder sind wir auf das zurückgekommen eigentlich, Erhalt der Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen in der Region. Vielen Dank. Und wenn Sie jetzt sagen müssten, vielleicht zwei besonders wichtige Meilensteine in der bisherigen Entwicklungsgeschichte Ihrer Initiative, könnten Sie da zwei Meilensteine rausgreifen? Also ich glaube, der erste Meilenstein war wirklich, wo das Ganze dann so ein bisschen angelaufen ist mit den ersten Produkten oder mit dem ersten Engagement, wo sich dann mehr Menschen gefunden haben, eben auch in den anderen Landkreisen, sich zusammengefunden haben zu dem Netzwerk. Ich glaube, das war so der wirklich erste Meilenstein, den man so geschafft hat, wo auch sehr viel natürlich Engagement und Arbeit drinsteckte. Und so ging es eigentlich immer weiter. Es waren dann immer kleinere oder größere Meilensteine. Es sind die verschiedenen Projekte, die ja auch alle schon aufgezählt wurden, ob es die Sonnenäcker sind, Schule auf der Streuobstwiese, Kinderprojekte.
Natürlich sind im Laufe der Zeit auch sehr viele Lebensmittel noch dazugekommen, wie zum Beispiel unser krummes Gemüse, das in die Suppen wandert. Wir sind, sage ich mal, immer noch weiterhin auf dem Weg, immer wieder neue Dinge zu finden, die zu uns passen und die eine Geschichte erzählen, weil das tut jedes unserer Produkte. Unsere Produkte erzählen alle eine Geschichte. Und mir ist es noch wichtig zu erwähnen, dass das Ganze nicht möglich wäre, ohne wirklich die ganzen Menschen, die hinter dem Ganzen stehen, hinter dem ganzen Netzwerk. Das sind sehr viele Menschen ehrenamtlich auch beteiligt. Und im Endeffekt freue ich mich, den Preis heute entgegennehmen zu können im Namen dieser Menschen, weil die das im Endeffekt auch sehr verdient haben, auch mal so eine Auszeichnung zu bekommen. Und da freuen wir uns natürlich sehr darüber. Ja, da freuen wir uns mit und schicken unsere Glückwünsche in die Region und wünschen Ihnen auch weiterhin gutes Gelingen und viel Spaß beim Geschichtenerzählen. Und wir sehen uns dann später nochmal.